Pokémon geht noch eine Woche. Darum geben wir jetzt ein bisschen Gas. Pokémon geht eine Woche. Es geht noch knapp eine Woche, bis Pokémon kommt. Darum geben wir Gas. Mit Luigi's Mansion 3 und wir werden beobachtet. Es ist hässig, wo wir ihren Pianist vernichtet haben. Der Virtual Boo. Hey. Hallo. Zwei Tods und eine Prinzessin. Ach, und der große Bruder. Er ist auch noch in Gefangenschaft. Ich hatte noch eine Reise zu tun. Wirklich. Danke. I guess. Was machen wir jetzt? Gut, den Tod haben wir abgeschickt. Das heißt, damit ist mehr abgegönnt. Wir haben das neue Stockwerk entdeckt. Yeah. Zwar Stockwerk 6. Und darum gehen wir dort rauf. Bis dort. Oh, ein Schwert? Ich bin gespannt, was auf uns zukommen wird. Im Stock Nummer 6! Und damit endgültig herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Ja, in den letzten Tagen hat es nicht so viele Luigi's Mansion gegeben. Es sind einfach nur daran, dass ich nicht genug kann vorproduzieren. Tut mir ja leid. Aber das Wochenende gebe ich wieder Gas. Dass ihr mindestens bis Pokémon draußen ist, mit Luigi's Mansion versorgt sind. Und nachher, wie gesagt, geht es dann mit Pokémon weiter und dann gibt es sowieso Content und Content und Content. Aber kleine Warnung mit Pokémon, auch wenn es am Donnerstag, meine ich, rauskommt. 15. Donnerstag? Oder? Warte. Richtig. Ja, sehr wahrscheinlich wird die erste Folge Pokémon aber erst am Samstag kommen. Leider ist sie nicht am 10. und kommen die Spiele nicht 3 Tage früher rüber. Und am Freitag bin ich. Nein, nicht daheim. Punkt. Und darum wird das Ganze vermutlich erst am Samstag starten. Dafür so richtig. Ich bin auch nicht sicher, was ich genau würde spielen. Ob jetzt Pokémon Schild oder Schwert? Oh! Sturzgeist! Sturzgeist! Komm! Der Sturzbub! Geist! Warum immer? Zack! 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 Das geht noch weiter. Ha! 80, 90, wenn ich ansuche, hoch bis 80 und jetzt bin ich 80 wert. Bröteln wir. Ne! Holy, der hat keine Chance gehabt. Und. Wir können richtig viel Goldbarren über. Geil! Nein, eben. Ich weiß noch nicht genau, ob ich Schwert Schild spiele erst. Wuppala, da hat sie noch Münz. Gut. Ob ich Schwert Schild spiele erstens. Zweitens einmal. Da. Sprach. Ich habe es mal so gedacht. Eins auf Deutsch und eins auf Englisch. Vermutlich nicht gleichzeitig. Vermutlich kommt das erste Mal das auf Deutsch. Und ein bisschen später irgendeines dann auch noch jeweils andere Spiel dann auf Englisch. Ich mache mal an. Ich fange mit dem deutschen Schild an. Und dann auf Englisch Schwert noch spielen. Das würde dann ein bisschen spezieller machen, als ein Nuzlocke oder so. Wahrscheinlich die zweite Runde dann und die erste Runde einfach, naja, zum Stören gespielt haben. Hoffe, ihr seid da gleich auch Meinung. Was ich mir hier vorbehalten ist, dass ich das Englisch
ist das Spiel in anderer Sprache spielen. Also, dass ich das Spiel auf, was weiß ich, Französisch spielen, Spanisch, Japanisch, egal was. Aber halt dann das Commentary auf Englisch wird machen. Ja, wenn ihr da Präferenzen habt, lasst es mich wissen. Und wir scheinen in einem Kolosseum zu sein. Ich glaube, da hat so die Demo die eine angefangen gehabt. Okay. Wie immer wird alles ausgesucht. Da die beiden Flammen. Oder alle drei Flammen. Denken wir mal, wenn hier alle drei Flammen nicht brennen, bekommen wir etwas Schönes. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Nicht da passiert ein Fürchten. Okay? Akzeptieren wir. Was ich nicht akzeptiere, ist, dass der Köder hier noch nicht ausgeleert ist. Ja. Viel hat es jetzt hier nicht drin gehabt. Jetzt müssen wir nur hier Bratsch machen. Okay, irgendwie gehofft, dass wir das Schwert an uns könnten reissen. Nochmal Köder kontrollieren. Ja, ist nichts gewesen, aber ich kann den Köder kaputt machen. Okay, ein bisschen davon habe ich aber immer noch nicht. Den Hut hier kann ich wegnehmen. Oder? Nicht. Das erstaunt mich jetzt aber. Okay, ich kann den nicht wegnehmen, aber da hängt jetzt eine Truhe. Ha! Nö. Da? Nö. Wie komme ich da hinten? Seht ihr die Truhe? Also ich sehe sie. Gut! Okay, da kommen wir irgendwie nicht durch. Kann ich dort den Dings da ansaugen? Jein, nicht so ganz. Okay, Guigi. Ah, meine Nase, sorry. Guigi, weiter eines Amtes. So, gut, machen wir erstens mal das Geld da weg, dann die Fahne da. Ist die Fahne? Ist sie da? Ich sehe das nicht in 3D. Wie seht ihr das Zeug? Seht ihr jetzt hier nicht, wo die Fahne ist? Egal. Machen wir auf mit dem da. 1, 2, 3. Da habe ich genau befürchtet. So. Auftun. Während der das auftut, kommt Luigi da rüber. Und hier hinten vor allem. Okay, kannst du wieder zutun. Kannst du hier wieder zutun, kein Problem. Und für mich bitte hier durchgehen. Yes! Danke, Luigi! Holy! Kann ich das noch irgendwie vernichten? Plopp! Nein, komm. Da wieder raus. Ah. Kann man das noch verplempeln? Nein, kann ich den Typ hier verplempeln? Nein. Okay, dann lassen wir es los. Okay, aber without further ado, gehen wir einfach einmal weiter. Sicher irgendetwas verpasst, aber hey. Wir kommen ja hier wieder zurück. Übrigens habe ich auch ein, zwei andere Sachen verpasst. Auf dem Weg. Am Ende von dieser Folge würde ich das alles euch noch erreichen. Was ich alles so verpasst habe. Auf der Reise. Bis jetzt. Wie gesagt, bis jetzt, weil wir werden noch viel verpassen. Es ist so gross, das Spiel. So, tun wir hier noch ausmachen. So. Irgendwie werden wir das sicher mal können anzünden. Vielleicht machen wir jetzt einen Feuerstaubsauger rüber. Und, naja. Fackeln und Feuer sind ja jetzt wahrlich nicht das erste Mal, wo das in meinem Nintendo-Spiel als Rätsel wird vorkommen. Okay, Geld ist eingesackt. Jetzt habe ich hier vier Räume. Theoretisch führen die jetzt zwei. Oh, das ist neues. Nie hier? Fragezeichen. Genau. Darum gehen wir mal hier rein. Und machen die Kisten auf. Wow! Wow! Da ist ja richtig viel Cash reingekommen.
Bis anders scheint es da nicht zu haben drum. Okay. Dann gehen wir mal hier reingüchseln. Ich sage, wir gehen hier reingüchseln. Wir gehen hier nicht reingüchseln. Übrigens, etwas, was ich noch ein bisschen verpennt habe, ist Teppich. Kann man gerne mal einsaugen. Nicht. Das ist eine Fehlinformation. Hallo? Okay, dann nicht. Ja, gemeint, immer wenn wir einen Teppich sehen, können wir den eventuell einsaugen und unter dem Teppich etwas wiederholen, weil der ist so komisch gewölbt. Naja. Und wieso komme ich da nicht durch? Erklären wir das jemand! Gehen wir mal hier rein. Auch da komme ich nicht durch. Was soll die Scheiße? Schauen wir mal die Karte an. Also, auf der. Laut der Karte hat es hier drei Ebenen rein. Aha. Wir können hier nicht durch, weil das eine Ebene oder sogar zwei Ebenen tiefer ist. Gut. Wenn ihr uns nicht reinlassen wollt, gehen wir halt. Naja, weiter. Durch die Tür. Was erwartet uns da? Oh oh. Ja. Okay. Die Demo übrigens, bevor ihr reklamiert, habe ich zwar ein bisschen angespielt. Das kommt mir auch bekannt vor hier. Aber das alles vorderan nicht. Ich glaube, mir ist gerade hierher gekommen. Darum. Aber ich habe es nie gross ganz fertig gespielt. Nur ein bisschen angefangen, ein bisschen mit der Steuerung gespielt. Und hat es mir schon abgelöscht. Nein, nicht abgelöscht. Nein, aber da habe ich gedacht, ja, muss jetzt nicht sein. Und ja. Habe ich es dann noch nicht weiter gespielt, weil halt gerade nebendran ist die Demo-Version vom Link's Awakening war. Und ja, habe ich auch das gespielt. Pokémon Schwert Schild Demo war dann auch der gewesen. Und ja, ich habe mich dann mehr auf die zwei Sachen konzentriert. Und hallo? Ist ein unendlich Öpfeli rum? Aber nicht, oder? Das wäre mega weird. Okay. Wenn ich nicht genug Geduld hatte, Entschuldigung, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass da noch etwas wert sein unter diesen Tomaten. Sind es auch. Entschuldigung, die Herren Gemüseverein. Habe ich ja nicht gewusst. Irgendetwas müssen wir doch hier abschießen. Kann ich da vorne schießen? Verdammt! Nicht können vorne schießen. Oh. Grüß dich. Ave Cesar. Moritori de Salutant. Die Todgeweihten grüßen dich. Okay. Weißt du, was der Typ für mich von da schon. Los! Alter Fuck, wo ist der. Boah, da habe ich so etwas von nicht gebraucht. Aber ich habe das Gefühl, du musst etwas mit diesen Melonen machen, weil die tun nicht ohne Grund wieder zurückkommen. So. Schuss und. Okay, fuck. Zielen. Schuss und. Los! Okay, nein, der geht automatisch irgendwo ins Himmelloch. Glaube ich nicht, dass wir mit dem etwas können machen, müssen machen, aufpassen, dass wir hier nicht getüpft werden, Fremding. Güter kontrollieren wie immer. Blablabla. Cool. Alles Cash einsammeln, den Güter aufnehmen. Mache ich hier hin. Und. Sich! Ernsthaft? Da hat es noch ein bisschen Geld. Nehmen wir auch mit. Oder? Ja. Oh, noch mehr Geld. Gut. Okay. Da oben scheine ich nicht zu können. Stand jetzt. Wow. Gehen wir mal runter? Oder gehen wir rüber?
Oh. Zwei Schwerter kämpfen. Ja, zwei Schwerter können hure hässig sein. Okay, ich bin für ein besseres Schwert. Wert auf. Hey! Unfair. Stimmt, der Kampf hier war ein Demo-Kampf. Ich hatte keine Ahnung von diesem Ding. Ich werde so kassiert. Und wo ist der andere Geist? Den wollte ich eigentlich auch noch gerade mitnehmen. Aber zwei gleichzeitig besiegt und darum fett Cash abkassiert. Zack. Komm da. Aufsagen, bis wir es können. Yes! Den hier noch vernichtet. Den dort wollte ich noch kaputt machen. Aber das kann ich sicher noch irgendwie bewerkstelligen. Kann ich den Bank da? Für irgendwie nicht, nein. Aha. Aha. So kann ich das? Wow. Geil. Yeah, das habe ich nicht gewusst. Und da ist auch der Home. Geil! Juwel in Schwertform! Ich sammle gern. Die sammle ich sehr gern. Yes! Okay. Hoppa. Den noch mal mitnehmen. Und genau mit dem kann ich jetzt die restlichen Dinger drauf zerstören. So. Weiter geht's mit. Aua. Fledermäuse bekommen. Ei, die Karte. Seht man die Buhus da? Haben sie die Fledermäuse hinter mir her? Und apropos Buhus. Seit meiner traurigen Niederlage vor ein paar Folgen ist mir nie mehr einer untergekommen. Wo sind die her? Wo sind sie geblieben? Lustig. Nein, echt, ich weiß nicht, wo die Buhus hier sind. Kann ich das kaputt machen? Nö. Kann ich. Das da kaputt machen? Nein. Kann ich das Fenster einschlagen? Ui, nein. Oh fuck, warte. Etwas wollte ich noch probieren. Wow, die Folterkammer haben wir gefunden. Ich gehe da wieder weg. Wir haben die Folterkammer gefunden. Nein, der Teppich. Nein? Scheiße. Dann kann ich schwören, es geht. Naja. Wir gehen weiter. Kreien einsammeln. Zack. Eins. Zwei, drei. Ich weiss, vier ist ein Gegner. Könnte man noch mit dem Licht besiegen. Aber mein Gott, ich bin jetzt halt schön am Staubsauger gewesen. Da kann ich gerade mal durchziehen. Hinten. Weg. Und ein bisschen Geld noch mitbekommen. Gut, das Rätsel war mir jetzt ein bisschen zu einfach. Erstmal, oh, Geld. Ah, der Raum anleuchten. Nein. Da hat es eine Kette, die oben hängt. Das ist aber, glaube ich, nicht. Für mich. Oh. Scheiße. Oh nein. Was könnte ich noch machen? Wie komme ich an die Truhe hin? Doch du. Ja, das war so eine Trailer-Szene. Trailer-Szene. Hasse das, wenn sie Leute Training statt Training sagen. Es ist ein Training. Es ist kein Training, okay? So. Haben wir das Zeug eingesammelt und gehen weiter runter. Da unten können wir sicher. Oh, da muss ich, tut noch weh. Geben wir Geld wieder. Da unten können wir garantiert. Oh. Boy, fies, ey. Scheiße. Hure kassiert habe ich. Das muss ich jetzt hinterziehen. Während das am Hinterziehen ist, zurück zum EG wechseln. Aber ich komme nicht da hinter. Sorry, zusammen. Das ist garantiert der Ketzsuf. Ich kann es mit Luigi und den düsteren Strahl machen. Geil. Nein, da kommst du doch irgendwie hindern. Finden wir raus. Aber nicht jetzt. Oh.
Oh, Entschuldigung. Nee, war gut. Kommst du da hin? Nur jetzt 98, 96, 94, 84, 88. Ich wollte nur schauen, ob es einen zweiten Geist hat. Jetzt kann ich nicht reinbrechen. Okay, aber die Idee war ganz gut, weil. Gib mir den Huren Schild. Ja, die Huren Müsse noch einfangen. Und das Geld auch noch einsammeln. Stutzgeist! Stutzgeist, Stutzgeist, Stutzgeist! Zack! 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 Bratsch! Okay, so viel Stutz hätte es da gar nicht gegeben. Schade. Sorry. Das ist noch so. Da! Das ist. Wegnehmen! Was nicht? Ich habe letztes Mal das Schild weggenommen. Dang it! Vor allem nehme ich Huren viel Schaden, von was? Dort hat er das Ding. Ratsch! Schild weggenommen. Du! Bastard! So, komm schon mit. Komm schon mit, 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 komm schon mit. Ich glaube, solange ich noch so Fässer habe, tut der Goldgeist immer wieder abbauen. Und bewirft mich mit allem Möglichen. Scheiß! Gemüse kann man mitnehmen. So. Gut, viel schneller. Zack. Zack. Kommt er noch? Ah! Du checkst Leber auch nicht mehr. Weißt du was? Ich bin Freddy. Und im Elend. Kommt da drüber, gehst du? Oh, sehr viel Stutz, du Abend. Oh, ist da gerade eine Bombe so hoch? Hey! Okay, ich habe satt. Jetzt gehe ich in Angriff über. Also, wie gesagt, erstmal. Wie ist der da rausgekommen? Das Fass kaputt machen. Okay, das sind alle Geister gewesen. Obwohl das ein goldiger Geist war, hat er irgendwie nicht so viel Geld gebracht. Frag mich, was das für ein Stutzgeist war. Ist auch noch ein Anfänger-Stutzgeist gewesen. Naja. Was hat mir jetzt Schaden gemacht? Ah. Da drinnen hat es eine Leiter und da kommen links. Wohl da rein. Okay. Merci für mal. Und da hat es also einen Durchgang. Gut. Und der Schlüssel macht Lärm. Darum nehmen wir den mal mit. Cool. Schlüssel haben oder nicht haben, das ist hier ein. Sehr entscheidende Frage. Kann ich wohl gesagt haben. Aber da haben wir sicher auch noch weggepömpelt. Gut. Ich will das wohl mit dem Ding machen. Eben mit dem. Fass. Ich habe mich darum ein bisschen aufgeregt, dass das Fass einfach nicht mehr so gefasselt hat, wie es gesagt hat. Wie? Stutzgeist! Zwecks im Stutz hat der Stutzgeist. Achtung! Der ist eine wilde Kei. Zack! 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 Ich muss gleich Geld einsammeln. Ja. Und du kommst mir gerade recht. Ja. Aber da kommt wieder! Ja! Seefehler! Und jetzt kann ich. Ich muss nochmal ein bisschen. Ja, jetzt! 1, 2, 3. Wahnsinn! Cool! Ich glaube, bis jetzt machen wir es gar nicht mal schlecht mit den Chemnissen finden und so. Klar, wir haben einiges noch nicht verwünscht. Aber schlecht sind wir echt nicht dabei. Den Raum noch schnell anleuchten. Aber nein, ist alles okay. Okay, und das ist tatsächlich der Teil, wo wir vorhin gesehen haben und nicht gewusst haben, wie wir reinkommen. Aha. Aber ich weiss, wie wir dort hinterher kommen und dann doch nicht Leiter nehmen für den nächsten Schwertjuwel. Und das Zeug hier ist sicher nicht ohne Grund da oben.
Aber heute schon. Okay. Geht's jetzt weiter? Oder nicht? Es bleibt spannend. Wir erfahren alles und viel mehr beim nächsten Mal. Du musst das wieder abnehmen und dann. Spinnen. Okay. Das und viel mehr erfahren wir bei der nächsten Folge Luigi's Mansion 3. Schön, dass ihr mit dabei seid. Bis dann und. Ciao. So, ciao. Oh, mit dem Tod kann ich ja das machen. Man kann Scheiß machen mit dem Tod. Da oben ist noch etwas. Zack. Na gut, ein bisschen. Geld hat's gegeben. Oh. Oh, das Bild war ein Verarschen. Kuck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